herzlich willkommen hier bei den Domanis. Ja, gestern meine Geburtstagsvorbereitung. Läuft. Ja, mit dem einen Haus muss man jetzt sagen, wir haben einen Gutachter da gehabt. Er meinte, die beiden Häuser sind leider zu viel Renovierungsmuster gemacht werden. Also, wir hätten den Kredit bekommen, aber der hat uns abgeraten. Er sagt, ihr müsst so viel Geld hier reinstecken, um die beiden Häuser wieder flott zu machen, dass hier nachher wieder wirklich finanziell nicht lohnen würde. Wir waren natürlich ein bisschen blind. Wir sehen das Haus, denken, Haus ist da, alles ist gut. Der Gutachter hat sich das angeguckt, hat gesagt, du am besten wegreißen, neue bauen. Nur dann naja, aber du musst aber dazu sagen, es ist nicht so, die Bank hat uns den Kredit in der Summe für das Haus nicht gegeben. Also wir können eine 500.000 von der Bank haben, aber wenn wir da natürlich über 300.000 Euro zahlen, dann bleibt kein Geld übrig, um die Dinger zu renovieren. Also es ist kein Geschäft für uns gewesen. Daraufhin natürlich haben wir gehört, weil wir wollen uns auch nicht in den Ruin treiben, wir wollen ja auch sicher sein. Deswegen lassen wir uns natürlich vorher alles mal abchecken, dass es auch safe ist, dass es auch ein guter Schnapper ist. Wir haben in der Nähe auch ein neues Haus gefunden, auch richtig was Schönes. Wir haben jetzt einen Maklertermin, gucken uns das Haus jetzt an. Keine Ahnung, ob was fährt oder nicht. Wir gucken uns das Haus jetzt mal einfach an und berichten danach, wie uns das gefällt oder kein Plan, oder? Yep. Also wirklich, wir gehen da jetzt wirklich hin. Wir haben einen Maklertermin gemacht. Summe ist ein bisschen höher, aber dafür ist das Haus auch in besseren Zustand. Und leider auch nur mit Makler möglich. Genau, ist nur über Makler möglich. Ich weiß, die Zinsen sind sehr hoch. Da haben mir viele auch geschrieben gehabt, Mehmet, es ist sehr hart, die Zinsen sind hoch. Ja, aber Freunde, wann sollen die fallen? Wie lange soll ich warten, bis die Zinsen runtergehen? Naja, aber dafür im Vergleich sind die Immobilienpreise etwas stabiler. Ne? Ja. Wenn die Zinsen, sag ich mal, jetzt bei 1, noch was ist, die Immobilie steigt dann automatisch auch. Also es ist jetzt auch nicht weit, es ist in der Nähe von uns. Also wäre eigentlich auch schön, das Objekt. Wir sind ein paar Minuten da, dann gucken wir mal, ob wir ein paar Aufnahmen so mal machen können, undercover. Und ja, dann erzählen wir danach, wie unsere Besichtigung vom Haus war. Ja, also so, ja. Wir kennen ja die Bilder, der Makler hat uns alle Bilder zugeschickt gehabt. Ja, okay, wir kennen das Objekt auch, weil wir hier tagtäglich, oder ich zumindest tagtäglich vorbeifahren. Okay, das ist auch schön hier, ja, Erstklasse passt schon rein, das ist schon ein gutes Zeichen hier, ne? Ja, hier sieht auch schön aus. Hier, guck mal, im Wintergarten. Oi. Aber auf den Bildern sah es sehr groß aus. Es ist groß. Okay, wir gucken mal jetzt, ob wir den, ja, ob der schon da ist, der Makler oder nicht. Das wissen wir ja nicht. Das verrät uns das Licht. Es ist für die Frau, er ist da. Okay, dann gehen wir mal rein, gucken wir mal. Ah, okay. Wir haben keine Interesse da. Nee, die wohnen gar nicht hier in der Ecke. Die sind in Berlin und bei Karlsruhe. Aber das wird jetzt ach so. Auch als Gästezimmer benutzt, oder? Also ich habe zwei Töne, er hat zwei Töchter. Ja. Also Schatzbitte ist natürlich auch, hier ist ein Badezimmer schon, ne? Ja, also, ja wir haben von mir, wenn es interessiert, wenn man das gar nicht als Einzug, das sei ja bei den Interessen. Ja, soweit ist okay, ne? Klar, ne? Ein bisschen altmodisch jetzt. Ja, naja, aber es ist stabil. Man müsste nur eben halt ein bisschen modernisieren, ja. Aber nicht restaurieren. Das ja, ist das stimmt, ja. So. Aber das mit dem Zimmer ist lustig. Ja, viele Zimmer, ne? Nee, dieses Zimmer hier. Achso, das war vorne. Das ist das einzelne Haus. Achso, das ist die, ja, stimmt. Das ist diese. Zwei-Zimmer. Das ist die Zwei-Zimmer-Wohnung, ne? Genau. Aber genau, schön, das aber das wäre doch was für Jan und Zan, ne? Dass man ihr eigenes. Jan oben, Jan unten. Ja. Was denn? Wir gehen ja garantiert hier erstmal. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, wir fragen, ob irgendwelche Zimmer belegt sind. Ja, okay, ist ein bisschen links, aber Zwei-Zimmer-Wohnung ist okay, oder nicht hier? Ja. Ne, eigenen Eingang, Ruhe. Wir nehmen das und legen uns an. Ja, aber wenn man das vermietet und dann eben halt... Da oben würde ich nicht unbedingt fahren. Nee, so für kleine Kinder? Zugelassen. Ja, gut. Ist ein bisschen so verdings, ne? So alles so ineinander drin, rein, raus. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja. Also, jeder hat seine wenn Sie hier mal eine Grillparty machen wollen, das stimmt. Bietet sich an. Ja. Aber jeder hat so, weil es so verbietet ist, hat jeder seine Privatsphäre. Ja, hier ist an sich nur ein Raum. Und Maulwürfer. Also das ist jetzt der Gartenbereich offiziell. Aber es geht. Ist doch genug. Oder nicht? Ist auch groß genug, Gartenbereich. Der Maulwurf fühlt sich wohl. Ja, finde ich auch. Ja, nee, hier alles gut. Hier ein Trockner stehen. Warum hier? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn vermutlich da hinten mit reingestellt. Nee, alles gut. Guck mal hier einmal. Ja, das ist der Gartenbereich, liebe Freunde. Ja. Ein Teich. Oh, Teich muss nicht sein, Freunde.
Ein Teich muss nicht sein. Ja, hallo? Ja, aber eigentlich? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Weil du hast ich meine, ich habe die ganzen Parkplätze habe ich von meinem eigenen Grundstück weg. Deswegen haben sie die beiden Parkplätze da auf der Rasen auch nie anlegen müssen. Ja, ja, weil das natürlich hier... Ich glaube, das endet aber auch hier dann, ne? Ja, da, da ist ja so ein kleines Gewächshaus, aber das können wir doch erstmal zu machen. Ja, alles gut. Wo? Aber das Grundstück ist noch... Das gehört doch hier dazu. Ah, okay. Ja, das kommen wir eben. Weil wir haben auch ein Gewächshaus. Wir lieben Gewächshäuser, ne? Ja, ein Gewächshaus. Schön. Ich mag Gewächshäuser. So groß wie unser Sohn. Ja, schön. Okay, Gärtner brauchst du hier definitiv. Also, der hat hier einen Gärtner. Das ist ein Rentner aus Zeben. Der okay. Das hier so ein bisschen sich zurechtpuddelt. Und den ist auch gar nicht teuer. Und der hat schon gesagt, der würde sich freuen, wenn das hier verkauft wird. Wenn er weitermachen kann, würde sich anbieten, definitiv. Das hier ist jetzt das kleinste Apartment. Aber so gut verteilt, ne? Weil jeder hat so seinen eigenen Part. Ja, ja, jeder hat seine eigene Ruhe, sag ich ja. Ja, irgendwie. Ja. Aber das hier ist das kleinste Apartment. So. Ja, hallo. Schön hier. Hier im Sommer, überleg mal. Wie schön das ist, ne? Es ist klar, jetzt ist Winter, aber stell dir vor, du hast wieder Fische drin. Das da ist übrigens der Rocher-Park. Ah, okay, ja, geil. Ja, cool. Guck hier auch mal rein. Was ist da reingucken? Das ist ja nur ein Pavillon. Komm rein, ich suche schon einen Schlüssel für dich. Guten Morgen, liebe Freunde hier. Ja, ich bin wieder beim Friseur. Der erste vor dem Friseur bin ich hier. So, wollen wir mal Haare schneiden? Ja, da hinten habe ich geparkt. Hier bin ich. Er sucht jetzt den Schlüssel, ein neues Schloss ist wohl eingebaut worden. Und da wollen wir gleich mal reingehen und mal wieder fresh werden. Hast du gefunden, den Schlüssel? Das ist alles Schlüssel. Okay, halt aber gerade, mach mal auf. Oh, geht, hä? So, jetzt wollen wir mal Haare schneiden. Wo ist dein Platz wieder? Vorne oder hier? Bist du umgezogen? Genau, also ich bin wieder als Erster hier zum Haare schneiden. So Freunde, nächste Tag ist angebrochen. Ja, gestern beim Friseur gewesen, vorgestern das Haus besichtigt. Ah, richtig schönes Haus. Ist in der Nähe, feiere ich auf jeden Fall richtig gut. 200.000 Quadratmeter oder ich glaube sogar größer das Ding. Schon ein Riesenhaus und nebenan sind ganz, ganz viele kleine Gebäude. Das Ding wurde als Pension ein bisschen getrieben, hatten wir noch mal 10 kleine Mini-Wohnungen. Feiern wir auf jeden Fall, komplett ausgebucht die Dinger. Kann man weiter vermieten, kann man da noch eine Einnahmequelle ziehen, könnte man auf jeden Fall machen, warum denn nicht. Aber der Preis ist okay, wir haben uns auf einen tollen Preis geeinigt. Die Dame ist wirklich alt, die will ausziehen, die will da alles lassen. Also wenn wir das Haus kriegen würden, muss man komplett natürlich renovieren das Ding und da wird auch richtig Content alles rausschmeißen, noch umbauen und sowas. Ja, wir wollen irgendwas kaufen. Ich weiß, die Zinsen sind ein bisschen hoch, ist leider so. Aber wenn ich jetzt hier rumsitze, warte, bis die Zinsen irgendwann in den Keller gehen, keine Ahnung, wann geht's, gehen die Zinsen in den Keller, steigen die Häuser oder andersrum. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Es ist wirklich eine schwierige Sache. Aber ich denke mal, dann ist es eben so, so soll es vielleicht sein. Also wir haben vom Makler alle Unterlagen bekommen, wir haben es den unseren Finanzberater weitergeleitet mit allen Zahlen, Bilanzen und. Jetzt warten wir auf die Tage jetzt, wie die Entscheidung fällt. Wenn die Entscheidung zu unserem Gunsten fällt, wird Januar auf jeden Fall mal, ja, also wir haben Bock drauf, ne? Wir haben richtig Bock drauf, Platz für uns alle ist da ohne Ende, da kriegt jeder sein eigenes Reich. Ja, ich und Tui müssen jetzt auch nicht das Größte da haben, ganz ehrlich gesagt, ne? Ja, mein Gott, na, was soll ich da jetzt irgendwie... Ja, nee, ich krieg das Größte. Ihr habt recht. Ja, sollen die Kinder daneben anwohnen. Habt ihr auch wieder recht, ne? Ja, Freunde, ja, so ist die Hausgeschichte. Wir haben schon ein paar Mal thematisiert mit dem einen Haus, wurde es leider nicht. Wir waren zu bläuäugig, wie gesagt, ne? Wir haben uns so gefreut auf das eine Haus, weil wir ja auch früher da gewohnt haben, kannten das Objekt irgendwie, aber irgendwie so gut kannten wir es wohl nicht. Wir sind auch wieder, glaube ich, fast 7 Jahre her, dass wir da wieder raus sind. Und ist schon ein bisschen runtergekommen, Dach neu hier, neu da, neu da. Wir wären da wirklich aus den Reparaturen und aus den Renovierungen gar nicht rausgekommen. Und
ist auch nicht Sinn der Sache. Hier wurde, glaube ich, irgendwann mit 2018 oder was vieles neu gemacht. Das Dach ist gerade 5 Jahre alt. Viel zum Ausbauen, Möglichkeiten gibt es auch. Ist ein bisschen so auf Altbatsch, ist ein bisschen Gestalt. Klar, die Räume müssen mal alle mal ein bisschen aufgefrischt werden. Aber so ist das, wenn man irgendwie umzieht, kriegt man jetzt auch nicht hier alles. Oder man baut neu, ne? So ist das, ne? Freunde, dann würde ich mal sagen, morgen feiere ich mein 50. In so einem Club. Klar, hat Erdem Küstein Erz, mein Bruder, hat da für mich organisiert, dass die Location ist schon zu heftig. Eigentlich habe ich noch nicht mal sowas geplant. Ich habe gesagt, so mit ein paar Freunden mal was essen gehen oder sowas. Aber so soll es sein. Was soll man machen? So ist es dann. Ja, 50, ja, klar, ne? Bin Nummer 50, ist Nummer so. Auch ein schönes Alter. Man hat viel Lebensweisen, ne? Man hat viel Erfahrung mitgenommen. Ob ich mich jünger fühle oder älter, keine Ahnung. Also ich fühle mich eigentlich wirklich gut. Und auf meinem Hauptkanal habe ich immer gesagt, so eine Frührente. Ja, Frührente heißt ja für mich nicht, dass ich jetzt hier zu Hause sitze und in der Nase bohre. Das auf jeden Fall nicht. Ich würde dann irgendwie, also so eine Teilzeitrente würde ich machen, den Laden langsam den Kindern übergeben. Jan ist Meister, Jan ist seit Jahren in dem Betrieb, die kennen sich auch, die Kundenstamm ist da. Es wird täglich immer mehr. Ich kann leider nicht alle Kunden bedienen hier, weil es wirklich, wir haben Kapazität mit 3 Bühnen, was wir denn alles annehmen, geht leider nicht. Aber ist da genug da und ich denke mir mal, dass ich so hier mit meinem YouTube, mit Tui zusammen unsere Reisen weitermachen irgendwie im Sommer. Auch mal nach Vietnam, Thailand, bla bla, haben wir auch dich vor nächstes Jahr, dass wir mal ein bisschen auf Achse sind mit dir. Dass wir ein paar schöne Orte mal noch mal besuchen, das auch noch euch mitnehmen auf jeden Fall. Und ja, wenn wir nicht im Urlaub sind, sind wir in der Firma auf jeden Fall. Ich bin sehr gerne hier, ne? Muss man sagen. Ne? Ich freue mich hier auf der Arbeit. Ich will nur die Last ein bisschen von mir wegnehmen, den Kindern ein bisschen auf die Schultern geben, dass wir uns die Last teilen. Und ich werde die natürlich auch hier dauer unterstützen. Das ist natürlich der Hauptplan. Ja, dann sage ich mal, würde ich mal sagen, keine Ahnung, vielleicht Sonntag oder Samstag kommt vielleicht ein lustiges Video. Ne, Sonntag vielleicht von meiner Geburtstagsparty, wenn ich wach bin, wenn ich schaffe, Sonntag irgendwie überhaupt was rauszuhauen. Dann sage ich mal, schönes Wochenende, küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren. Und Gewinnspiel 24.12., da sind nur noch ein paar Tage. Also da kommt auch live die Verlosung auf meinem Hauptkanal. Da will ich natürlich auch mal irgendwie den Gewinner live ziehen. Ne? Also, viel Spaß. Jetzt kurz eine eigene Sache. Ich verlose ein Gewinnspiel. Ja, Gewinnspiel. Warum ein Gewinnspiel? Freunde, viele wollen mit mir in die Solaiolo mitfahren. Ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich das einpacken? Also, wer ab Montag, den 13.11. bis zum 4. Dezember in meinen Onlineshop mtcars-.de im Warenwert von Mindestbestellwert von 50 Euro bestellt, nimmt bei diesem Gewinnspiel teil. Was haben wir im Shop? Wir haben hier die 250 ml Autoparfüm. Wir haben die Dinger jetzt neu im Ding. Die könnt ihr bestellen. Duftbäume, jede Sorten habe ich da drin. Meine geilen Feuerzeuge, wo der Handyhalter drin ist. Jo. T-Shirts haben wir natürlich an Bord. Tassen haben wir an Bord. Also, liebe Freunde. Und Schlüsselanhänger. Und Schlüsselanhänger. Also, liebe Freunde, bis zum 24.12. werde ich verlosen. Da kommt dann mit mir ein Silvajolo-Reise, gebe ich aus. Er nimmt sein Auto mit. Ich lasse es kostenlos auf meinen Nacken lackieren, wie welche Farbe er will. Ich zahle Benzinkosten, Maut, Hotel, Essen, Trinken. Also, er braucht keine 5 Cent mitzunehmen. Der kommt hier, ich fahre mit ihm dahin, 2 Wochen, 10 Tage, keine Ahnung. Sein Auto wird komplett da umlackiert und ich übernehme alle Kosten. Und da will ich nochmal sagen, wer Bock drauf hat, kann gerne in diesem Gewinnspiel mitmachen. Ich würde mich richtig stark freuen, wenn wir da mal ein bisschen paar Leute drin haben. Es wird ein tolles Ergebnis und wer das gewinnt, wünsche ich schon jetzt mal irgendwie herzlichen Glückwunsch. Ja, die Artikel sind da. Was ist, wenn man kein Auto hat, Schatz? Wenn man kein Auto hat, habe ich auch gesagt, es gibt vielleicht einen, der sagt, nee, ich will mein Auto nicht, aber ich will mitkommen. Kein Thema, ich nehme mein eigenes Auto mit. Der macht die Reise mit mir mit. Und das Geld fürs Lackieren kriegt er von mir. Bonus in seine Tasche, da kann er einkaufen. Keine Ahnung, soll er machen, was er will? Dann macht er umsonst Urlaub auf meinen Nacken. Plus Taschengeld, wenn er kein Auto hat. Plus Taschengeld. Alle lieben Freunde, das haben wir uns hier mit Tui überlegt, dass wir irgendwie mal was geben. Klar, ich kann die Soja nicht so komplett aus der Tasche. Das sind ja fast 5.000, 6.000, 7.000 Euro, die ich dann so ausgeben würde. Aber so könnt ihr mir ein bisschen meinen Shop unterstützen, oder? Yep. Bisschen den Shop unterstützen und ich würde das irgendwie wieder euch zurückzahlen. Wer Bock drauf hat, auf jeden Fall Gewinnspiel in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr gerne gucken und heute Nacht, ab morgen, ist das Ding aktiv. Also, mitmachen und dann ziehe ich am 24. den Gewinner. Küsst eure Herzen. Am 25. oder? Weil bis zum 24. Küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren, liken nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.